Hallo liebe Toasties und willkommen zu Part 3. Ich bin derzeit auf der Straße mit meiner Mama und es schneit und regnet und es ist so kalt, ich spüre meine Beine nicht mehr und wir warten immer noch auf meinen Papa. Ich hoffe, er kommt schnell mit dem Schlüssel zu unserer Wohnung. Oh, hab ich gut geschlafen. Zum Glück haben wir einen Ofen und ich hatte es richtig kuschelig hier. Laut dem Wetterbericht war gestern der kälteste Tag im Dezember. Oh, es ist schön, reich zu sein. Warte mal, irgendwas habe ich vergessen. Oh nein, die 2 Kakerlaken habe ich vergessen. Ich habe vergessen, ihnen den Schlüssel für die neue Wohnung zu bringen. Und Hunger habe ich auch noch. Ich bestelle mir einfach was zum Essen auf dem Weg. Oh, Entschuldigung, musstet ihr lange warten auf mich? Papa, mir geht es nicht so gut. Und was soll ich jetzt machen? Wo warst du denn den ganzen Abend? Es war so kalt, ich spüre nicht mal meine Beine. Mensch, Tamara, jetzt spiel dich nicht so auf. Als ob es wirklich so extrem kalt war, wie du sagst. Und nur zu deiner Info, ich musste Überstunden arbeiten. Eine Person von diesem Haushalt muss hier arbeiten gehen. Und ich habe eine Pizza bestellt. Sie sollte in 5 Minuten hier sein. 5 Minuten mehr oder weniger tut euch jetzt auch nicht mehr weh. Das ist dein Ernst, Papa? Mir geht's nicht gut. Ich habe halt Hunger. Was willst du tun? Gar nichts. So, einmal eine Pizza Margarita. Ja, genau, das ist meine Pizza. Ich habe eh schon online bezahlt. Ja, das weiß ich. Oh, das arme Kind, das muss ins Krankenhaus. Ah, geschafft. Also so schlimm war es ja auch nicht. Ja, du hast auch eine Jacke an. Komm, lass uns jetzt endlich gehen. Also, mein Schatz, willkommen zu deinem, unserem neuen, wunderschönen Zuhause. Also, ich muss zugeben, dieses Haus schaut doch 100-mal besser aus wie unser altes Zuhause. Einfach nur wow. Was? Also, das Wohnzimmer schaut dir richtig einladend aus. Einfach ein Traumhaus. Schatz, es stinkt hier und ich glaube, jemand hat auf die Couch gekotzt. Du hast unser altes Haus verkauft und hast uns diese Bruchbude gekauft. Das ist doch nicht einladend. Ach, meine süße Maus, ich verstehe dich, aber ich konnte wirklich keine bessere Wohnung mehr finden. Wir haben ja kaum noch Geld. Tu doch mein Bestes. Entschuldigung, das weiß ich doch. Papa, ich will in mein Zimmer gehen. Mir ist schlecht. Ah, geh weg. Ja, ich bring dich zu deinem Zimmer jetzt. Also, ich zeige euch jetzt noch die anderen Zimmer. Ja, okay, das ist eine tolle Idee. Vielleicht sind die anderen Räume schöner. Und das ist unser wunderschönes Schlafzimmer. Was sagst du dazu, Schatz? Kein Kommentar. Und das ist die wunderschöne Designerküche. Alles von der Marke Gucci und Versace. Und das ist ein wunderschönes Zimmer, Lena. Auch kann man sich mehr wünschen? Wie ein Schloss für Könige. Ein Schloss für Könige? Schatz, hast du Augen im Kopf? Wir haben sogar Löcher in den Wänden. Mama, Papa, bitte streitet nicht. Das macht mich so traurig. Ach, das tut mir leid, Lena. Schatz, ich und dein Papa, wir streiten doch nicht. Wir diskutieren. Mach dir da keine Sorgen. Wir lieben dich beide so sehr. Ja, ich liebe dich auch so sehr nicht. Lena, du hast eine Temperatur. Komm, leg dich hin und geh schlafen. Komm, Schatz, lass uns gehen. Dann hat Lena ein bisschen eine Ruhe. Ja, gute Idee. Ich bin auch so müde. Ich werde ins Schlafzimmer gehen und auch ein bisschen schlafen. Es war eine harte Nacht. Und bitte lass deiner Tochter was von der Pizza übrig. Sie hat seit 2 Tagen nicht mehr gegessen. Oh, endlich bin ich die beiden Kakerlaken los. Oh, jetzt kann ich meine wunderschöne Pizza genießen. Lecker. Eine Sakaki-Pizza und eine Margarita-Pizza. Das sind meine Lieblingspizzen. Oh, jetzt habe ich vergessen, dem Kind noch was übrig zu lassen. Ah, die Pizzakruste ist auch genug für sie. Also, gute Nacht. Papa geht arbeiten. Schnell weg von hier, als ob ich in diesem Bett jemals schlafe. Könnte. Endlich wieder daheim. Ich habe mir noch schnell Desinfektionsmittel gekauft, weil von diesem Haus wird man ja sicher krank. Der Gedanke alleine gibt mir schon Läuse. Aber zum Glück habe ich genügend Geld von meiner Frau gestohlen. Mann, habe ich gut geschlafen. Das Bett ist einfach so warm und kuschelig. Warte mal, ist das schon wieder ein Geschenk von meinem Stiefpapa?
Oh, mein Stiefpapa ist der Beste. Jeden Tag, wenn ich aufstehe in der Früh, ist ein neues Geschenk unter dem Tannenbaum. Warte, dich gebe ich zur Seite. Was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Schreibt es in den Kommentaren, Leute. Janelle, kommst du? Das Bad ist fertig. Ich komme, Mama. Kann ich ein Schaumbad haben? Ja, natürlich, aber zuerst müssen wir deine Kleidung wechseln. Schau, ich hab's eh schon vorbereitet. Und ab mit dir ins Wasser. Gib mir Bescheid, wenn es zu heiß ist. Ah, den Schaum müssen wir auch noch einschalten. Perfekt, Mama, danke. Kein Problem, mein Schatz. Jetzt geben wir dir Kirschshampoo auf die Haare. Dann geben wir dir Alpecin Anti-Haarverlust noch auf die Haare. Und dann noch Körpershampoo. Perfekt, Mann, ich rieche so gut. Danke, Mama. Kein Problem. Jetzt duschen wir das Haarshampoo und das Haarverlust-Shampoo auch noch runter, weil man weiß nie, wann du eine Glatze bekommst. So, fertig, Janelle. Komm raus, dass ich dich abtrocknen kann, weil das Essen ist auch schon fertig. Perfekt. Und jetzt ziehen wir deine Haarspange dir wieder an und dein schönes Kleid. Bist du bereit für Frühstück? Ja, bin ich. Okay, perfekt. Oh, warte, Zähneputzen darfst du noch nicht vergessen. Oh, ich hasse Zähneputzen. Ich weiß, aber es ist wichtig. Und warte, ich fülle dir noch kurz Wasser ein, damit du dir den Mund ausspülen kannst nach dem Zähneputzen. Weißt du, Janelle, du darfst nicht vergessen, dass wir ein wunderschönes Leben haben und dass es Kinder gibt da draußen, die es leider nicht so toll haben wie wir. Aber genug geredet. Hast du Hunger? Ja, mega Hunger, Mama. Okay, lass uns dann frühstücken gehen, mein Schatz. Und hier sind wir auch schon. Boah, Mama, das ist ja so viel Essen. Ja, du kannst essen, was du willst. Ich habe nur einen Tee, weil ich schon gefrühstückt habe. Aber lass dir Zeit, mein Schatz, mit dem Essen. Magst du eigentlich lieber ein Dürrem oder ein Burger? Oder auch nur ein paar Kekse? Ich glaube, ich werde das Baguette mit der Wurst essen. Das schaut vorzüglich aus. Und auf was Süßes habe ich auch noch Lust. Was könnte ich nehmen? Ah, perfekt. Ich esse noch ein paar Socken. Das ist mein Lieblingsdessert. Dankeschön, Mama. Das schaut schon so lecker aus. Vorzüglich. Das ist das beste Frühstück, Mama. Dankeschön. Kein Problem. Sollen wir deine Freunde einladen? Hast du Lust? Ja, das wäre ja super toll. Ja, perfekt. Dann rufen wir sie an und laden sie ein. Und dann können sie alle vorbeikommen zum Spielen. Guten Morgen, Lena, mein Schatz, aufwachen. Hallo Mama, geht es dir schon besser? Ja, mir geht es schon viel, viel besser. Oh, da bin ich aber erleichtert. Also komm, bevor wir frühstücken, gehen wir noch schnell dich duschen, okay? Ich will nicht duschen gehen, Mama. Wir haben nicht mal heißes Wasser und es ist Winter. Oh, wir müssen das leider machen, mein Schatz. Es tut mir leid, dass wir so arm sind. Oh, Mama, ich will nicht. Es ist so kalt. Komm, ich mach ganz, ganz schnell, okay? 3 Minuten. Mama, meine Rotze ist schon gefroren. So kalt ist es draußen. Ich weiß, es ist ja auch Dezember. Also, komm, jetzt waschen wir deine Haare und dein Gesicht und jetzt noch deinen Körper. Schau, so schlimm war es doch gar nicht, oder? Und jetzt duschen wir dich noch ab. Perfekt, komm, lass uns schnell reingehen, bevor du wieder krank bist. Puh, so schlimm war das doch gar nicht. Schau, ich zünde noch die Kerzen an und dann sollte es schon wärmer sein. Dankeschön, Mama, aber ich habe so extreme Hunger. Hat Papa uns nicht Pizza hinterlassen? Ja, genau. Ich glaube, er hat es im Kühlschrank gelassen. Komm, setz dich schon mal hin und ich wärme dann die Pizza auf. Boah, ich habe auch so extremen Hunger. Wir haben ja beide schon so lange nichts mehr gegessen. Setz dich hin und jetzt werden wir gemeinsam die Pizza essen. Und dann... Mama, da ist ja nichts mehr übrig. Da ist ja nur noch die Kruste übrig. Wie sollte das nur reichen? Isst du das, mein Schatz? Weißt du, ich hab gar keinen Hunger mehr. Mach dir keine Sorgen. Aber Mama, du musst auch essen. Ich hab gegessen, mein Schatz. Mach dir keine Sorgen. Komm, lass uns ein bisschen ins Wohnzimmer gehen. Nimm dein Stofftier mit und dann können wir vielleicht deine Freunde einladen.
Viel Spaß mit deinen Freunden, Chanel. Ich bringe euch danach noch ein paar Snacks. Bis gleich. Oh, hallo, Jenny. Toll, dass du hier bist. Oh, Lina, voll das coole Zimmer. Dankeschön, Jenny. Oh, Lina und Noah, hallo. Schön, dass ihr da seid. Es freut mich so. Hey, Chanel, wie geht es dir? Hallo, Asitan. Cool, dass du auch hier bist. Also, was sollen wir spielen? Was du willst, mir egal. Lass uns ein bisschen Fernsehen schauen. Und schau, Asitan, du kannst das iPad haben. Dankeschön. Und Lina, du kannst ein bisschen mit meiner Kamera spielen. Und Jenny, du kannst mein Geld zählen oder mit meinem Geld spielen. Und du kannst mit meinem Goldbarren spielen. Hallo Kinder, habt ihr Spaß? Ich bringe euch ein paar Kekse vorbei. Oh, lecker, Mama. Ich gebe es einfach hier auf den Boden hin. Bedient euch. Viel Spaß. Boah, deine Mama ist die Beste. Ich liebe Hello Kaka-Kekse. Oh, vorzüglich, Lina. Ham, ham. Ja, meine Mama ist wirklich gut im Keksebacken. Mann, Mama, damals hatten wir noch einen Fernsehen, aber hier haben wir einfach gar nichts. Es ist nur das gammelige Sofa. Oh, was sollen wir machen? Was soll ich machen? Sollen wir deine Freunde einladen? Vielleicht wollen sie zum Spielen vorbeikommen. Was sagst du dazu? Ja, meinst du Jenny, Lina, Noah und Asitan? Ja, bitte. Okay, pass. Ich gehe schnell mal mein Samsung-Handy holen. Dann kannst du sie anrufen. Hier, was war die Nummer nochmal? Ah, okay. Hier, ich gebe dir das Telefon. Hallo, hier ist die Lena. Ich wollte nur fragen, ob ihr vorbeikommen wollt zum Spielen. Noah, du hast einen Anruf von einer Lena. Magst du abnehmen? Ja, ich nehme ab. Okay, pass, hier ist das Telefon und ich gebe das dann hier rauf. Bringt mir das Telefon zurück, wenn ihr fertig mit dem Telefonat seid, Kinder. Kommt ihr zum Spielen? Du willst uns zum Spielen einladen? Ja, das wäre so toll. Ich würde euch so gerne sehen. Du bist jetzt doch arm. Als ob wir mit dir abhängen. Leute, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Sie will, dass wir zu ihr gehen spielen. Meine Mama erlaubt mir nicht, mit armen Kindern zu spielen. Meine auch nicht. Ich bin zu reich für sowas. Ich habe keinen Bock. Als ob wir zu ihr spielen gehen, wenn wir Chanel haben. Aber wir waren doch mal Freunde. Wenn du wieder reich bist, kannst du dich gerne melden. Wer ist das? Ach, das ist die Lena. Sie war mal reich und wir waren mit ihr befreundet, aber jetzt sicher nicht mehr. Und Lena, bitte ruf diese Nummer nie wieder an, außer du willst mich blamieren. Noah, wir waren beste Freunde. Leute, habt ihr gehört, beste Freunde? Sicher nicht. Was ist los, mein Schatz? Ist alles okay? Ich will einfach nur alleine sein, Mama. Lass mich bitte in Ruhe. Oh Noah, der hast du es aber gezeigt. Also das war richtig gemein von euch allen. Ach Chanel, verkopf dich nicht. Dafür bist du jetzt unsere neue beste Freundin. Ja, wir lieben dich, Chanel. Hallo Toasties, wow, ihr seid ja wahre Superfans. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und jetzt werden wir noch ein paar unserer Superfans grüßen, denn ihr alle verdient eine Trophäe. Dankeschön an Nana Toka, dass dir unsere Videos so gut gefallen. Und liebe Grüße an die liebe Larissa Koch, du bist auch super sympathisch. Und dann haben wir noch die süße Sweetie. Dankeschön, du bist ein toller Superfan. Und zu guter Letzt Martin, Dankeschön für deinen super lieben Kommentar. Und wir freuen uns schon auf euch in der nächsten Episode. Wow, ihr seid ja immer noch da. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Und falls ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, ein Subscribe und die Glocke zu aktivieren. Dankeschön an die liebe Marleen, dass du all das gemacht hast, dass du uns abonniert, die Glocke aktiviert und für deinen lieben Kommentar. Und man kann uns auch auf TikTok finden unter It's Toka Toast. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.